Stell dir vor, du müsstest bei PowerPoint keine Bullet Points nutzen. Auch keinen Text, sondern nur Bilder. Das geht doch gar nicht, würden die meisten sagen. Geht doch. Das sagt nicht nur ich, sondern auch die Wissenschaft und führende Experten, die diese Methode täglich in Workshops und bei Meetings in ihrem Unternehmen einsetzen. Und nein, das hat nichts mit irgendeinem Kutscher zu tun, sondern das ist eine Präsentationstechnik aus Japan, die folgenden Regeln folgt. 20 Folien und 20 Sekunden pro Folie. 20 mal 20, also dauert die Präsentation folglich 6 Minuten und 40 Sekunden. Jede Folie zeigt nur ein Bild, ohne Text, um einfach Klarheit und Fokus zu fördern. Und die Methode zielt darauf ab, dass man einfach kurzweiliger und auf das Wesentliche reduziert präsentiert, anstatt ellenlange Bulletpoint-Listen zu präsentieren. Petja Kutscher hat sich weltweit verbreitet und ist besonders in kreativen Kreisen beliebt, findet aber mehr und mehr Anklang in Unternehmen oder auch in Universitäten oder Schulen. Und wie man eine Petja Kutscher Präsentation aufbaut, das zeige ich dir jetzt. Also, los geht's! Weil wir bei einer Petja Kutscher nur 20 Folien à 20 Sekunden nutzen dürfen, sollten wir genau wissen, was auf diese 20 Folien kommt, bevor wir PowerPoint überhaupt öffnen. Ich mache das gerne mit Blatt und Papier, da skizziere ich mir alles vor oder nutze zum Beispiel Word. Da schreibe ich mir drauf, okay, auf Folie 1 will ich etwas darüber erzählen und dann kommen zwei Bullet Points, die nicht auf die Folie kommen, sondern mich daran erinnern, was ich da überhaupt erzählen will. Das kann ich zum Beispiel in die Notizen der Folien packen. So, davon ausgehend, dass wir unser Thema schon ausgearbeitet haben, machen wir mal Folgendes. Wir duplizieren diese Folie 19 Mal. Und zwar drücke ich dafür STRG D. 19 Mal, bis wir genau 20 Folien haben. So, jetzt markieren wir alle Folien mit STRG und A und gehen auf Übergänge und stellen die schon mal automatisch so ein, hier rechts, dass die nächste Folie jeweils nach 20 Sekunden auftaucht. So, jetzt haben wir technisch alles vorbereitet und können unsere Petja Kutscher befüllen. Wir gehen also auf Folie 1 und wollen da etwas über das Thema Nachhaltigkeit erzählen. Wie gesagt, ohne viel Text oder ähnliches, sondern am besten unter Einfügen, Bilder, Archivbilder mit Bildern. Wir nehmen uns also ein Bild, ich gebe hier einfach mal grün ein, was das Thema Nachhaltigkeit gut visualisiert. Zum Beispiel hier sowas hier. Fügen dieses Bild ein und ziehen es dann über die gesamte Folie. So. Jetzt können wir schon zur nächsten Folie übergehen oder wir nutzen einzelne Worte. Also wir müssen jetzt den Text nicht komplett verbannen, aber wenn wir Text nutzen, dann sollte der so kurz wie möglich sein. Also zum Beispiel Nachhaltigkeit schreibe ich hier drauf. Die Schriftart mache ich groß und fett, so. Und zum Beispiel Schriftgröße 66, also wirklich so groß wie möglich und weiß. So, dann ist diese Folie schon fertig. Und wir können jetzt hier uns weiter vorbewegen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Bild und Text kopiere ich, gehe auf die nächste Folie und wähle mir hier ein anderes Bild aus, was das visualisiert, was ich an dieser Folie sagen will. Per Rechtsklick sage ich zum Beispiel Bild ändern aus Archivbildern, weil ich will hier die Brücke schlagen zu Unternehmen. Also suche ich mir hier ein Bild von einem Bürogebäude aus. So, vielleicht hier. Und sage hier in Unternehmen. Und dann erzähle ich was darüber. Und wichtig ist hier, dass wir nicht unbedingt nur Bilder nutzen müssen, sondern ich würde sagen, man darf alles zeigen, was man innerhalb von 20 Sekunden aufnehmen kann. Sprich, solche Graphen sollten wir auf keinen Fall zeigen. Wir sollten das vereinfachen und in 20 Sekunden aufnehmbar machen. Also wir sollten es reduzieren. Das ist noch nicht reduziert genug, würde ich sagen. Wir sollten wirklich genau die Aussage ausarbeiten, die wir treffen wollen. So, also das hier brauchen wir nicht. Wir brauchen auch die Titel hier oben nicht. Wir brauchen im Prinzip nur eine Zahl im Kontext zu vier Balken. Weil das ist die Aussage, die wir treffen wollen. Frankreich investiert weitaus mehr in Nachhaltigkeit als die vier anderen Länder, die hier gezeigt werden. Das schafft man in 20 Sekunden und es ist tatsächlich eine sehr gute Übung, um sich selber anzutrainieren, seine Aussagen runterzubrechen. Und wenn man seine 20 Folien jetzt irgendwann befüllt hat, dann hat man sehr reduzierte Inhalte und kann auf Folie 1 anfangen, in den Präsentationsmodus gehen und alle 20 Sekunden kommt dann eine neue Folie. Wir müssen da natürlich ein bisschen üben, damit wir unsere Storyline dem Tempo anpassen, was finde ich eine sehr gute Übung ist, um sich anzueignen, nicht zu ausschweifend über alles zu sprechen. Und auch eine sehr gute Übung ist, seine Infos wirklich runterzubrechen. Also probiert es gerne mal aus. Studien zeigen, dass Petja Kutscher Präsentationen höhere Bewertungen vom Publikum bekommen, dass sie besser im Gedächtnis bleiben und dass sie effektives Lernen unterstützen, weil sie den Inhalt fokussierter rüberbringen und die Präsentation somit auf das Wesentlichste reduziert ist. Ich gebe zu, für den Business- und Bildungsalltag ist es schwierig umzusetzen, aber es gibt Fälle, wo es sich auf jeden Fall lohnt, es mal auszuprobieren. Zum Beispiel bei Impulsvorträgen oder wenn man Meetings mal etwas abwechslungsreicher gestalten will. Wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, deine nächste Präsentation so durchzuführen?
Schreib's in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, wo du hochqualitative, frei nutzbare und kostenfreie Bilder findest und wie du sie in PowerPoint einbindest, dann schau dir dieses Video hier an. Und kennst du unser beliebtestes Video überhaupt? Schau's dir hier an. Das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem dieser Videos oder im nächsten Video. In dem Sinne, mach's gut, dein Ralf.